Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlaken-Partyzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Hörst du lieber die Telefonate mit meinen Einsprechern dazwischen, schau dir die Videos von Montag bis Freitag an. Ich wünsche euch nun viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen Betrügertelefonaten. Ja, hallo? Ja, schönen guten Tag. Spreche ich mit dem Schuppern? So sieht's aus. Haben wir was? Was? Ja, mein Name ist Antonio Placentra und ich melde mich vom Prime Markets. Ein Kompanie, was mit Forex zu tun hat. Die Investitionen online über Bitcoin, Wasserstoff, Gold, alles was es gibt, zum Beispiel in Forex. Mhm. Hallo? Ja. Haben Sie gehört oder nicht? Ich habe Sie gehört, ja. Das ist gut, okay. Ich dachte, ist die Leitung irgendwie weggegangen. Und ich möchte Sie sagen, zum Beispiel bei uns ist es so jetzt, Sie kriegen 2 Wochen Zeit zum Überlegen, ob Sie das weitermachen wollen oder nicht. Erstens und zweitens, haben Sie das gehört, was das Elon Musk gesagt hat wegen Bitcoin, oder? Was hat er denn gesagt? Der hat gesagt, dass die Bitcoin bis 2024 sollte die Summe bis zum $250,000 für ein Bitcoin bezahlen werden. Und woher weiß der das? Das kann man zusammen schauen in Computer. Mhm. Ja, woher weiß der Elon Musk das? Ja, die sind Experten, die arbeiten mit das jahrelang, wissen sie das genau, was passiert. Kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie... Elon Musk jetzt Bitcoin-Experte geworden, oder wie? Ich nicht, aber der Senior da kriegen jeden Tag Informationen, neue Informationen, deswegen kriegen wir auch die Informationen, um irgendwie Leute zu vorbereiten, um was es geht. Weil wir sind die Kontoaufsteller normalerweise, da kann ich Sie mit einem unserer Account Management verbinden. Er kann Ihnen genau erklären, was Sie gerne möchten. Das liegt alles an Ihnen dann. Er arbeitet für Sie, sozusagen. Aha. Ist das irgendwie in Ordnung? Also ich weiß nicht so richtig, was ich von Ihnen halten soll. Das ist ja nur Gestammel da an der Leitung. Ach so, warten Sie ganz kurz. Und jetzt hören Sie was? Ja, ich höre Sie. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass ich Sie höre. Achso, ich dachte, hören Sie diese Geräusche gegen die Leute, meine ich. Ja, die auch, ja. Das hört man auch. Ja, okay, das ist kein Problem. Das kann man schon in der Regel machen. Und deswegen wollte ich Sie sagen, zum Beispiel, Sie haben 2 Wochen Zeit, können Sie das alles sehen und prüfen Sie das, ob alles stimmt. Kann ich Ihnen unsere Seite zeigen, wenn Sie gerne möchten? Und können Sie entscheiden dann. Das wäre was Gutes für Sie zum Beispiel. Was ich weiß, die Leute, was immer gutes Geld verdient haben, haben es mal probiert mit ein bisschen. Dann haben sie die Hälfte gekriegt. Nochmal die Hälfte, nochmal die Hälfte und dann haben sie das so viel Geld gemacht. Aha. Haben Sie vielleicht einen Computer da, kann man zusammen schauen. Wo denn? Wo soll ich ihn gucken? Und was soll ich da überhaupt gucken? Ja, wenn Sie zum Google gehen und dann schreiben Sie bitte eine P wie Paula. Mhm. Haben Sie? Ja. R wie Richard. Mhm. I wie Ida. Mhm. M wie Mata. E wie Emil. Mhm. M wie Mata. Mhm. A wie Anton. Mhm. R wie Richard. K wie Kaufmann. Mhm. E wie Emil. T wie Theodor. S wie Secret.com. Ja. Nur mal die Google. Suchen Sie die Seite, bitte. Ich habe jetzt die Suchergebnisse von Google, ja. Was sehen Sie da, bitte? Die Google-Suchergebnisse. Ja, suchen Sie bei dem Google. Das, was ich gesagt habe. Die habe ich ja eingegeben. Nur habe ich die Suchergebnisse von Google. Ja, das ist gut, ja. Und ist gekommen bei Ihnen das unser Logo da, Market Prime? Ich bin ja auf Google. Jetzt habe ich die Ergebnisse. Ja, ja, sind Sie auf Google. Haben Sie geschrieben, dass Market... So wie Sie das gesagt. PrimeMarkets.com. Ja. Haben Sie nicht geschrieben?
Na, auf Google. Sie haben ja gesagt, ich soll das auf Google suchen. Habe ich gemacht. Jetzt sehe ich auch schon die ganzen negativen Bewertungen. Nein. Es gibt keine negativen Bewertungen. Ich sage Ihnen, sollen Sie schreiben, das, was ich gesagt habe, wenn Sie zum Google sind, schreiben Sie einen P wie Paula. L wie Richard. Habe ich auch gemacht. I wie Ida, M wie Martha, E wie Emil, ja. Nochmal M wie Martha, A wie Anton, R wie Richard, K wie Kaufmann, E wie Emil, T wie Theodor und S wie Sigrid.com. Ja, habe ich auf Google eingegeben, so wie Sie das gesagt haben. Und genau, und dann sehen Sie, habe ich gefragt. Na, jetzt sehe ich diese Google-Suchergebnisse. Und warum sagen Sie, das sind die Betrüger? Wo sind die Betrüger da? Hat doch gar keiner gesagt. Was haben Sie jetzt gesagt? Ach so. Ah, vielleicht hat die andere, kein Problem. Und dann können Sie nach unten gehen und schauen Sie mal den Tablet da. Was? Okay. Noch ein bisschen runter, bitte. Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Ich bin jetzt auf Google und habe Ihre Seite bei Google eingegeben. Und jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse. Ach und so. Da sind wir jetzt. Okay, habe ich verstanden. Tut mir leid, ich sage, das heißt Sie bei dem. Unsere Seite. Kann ich Ihnen per E-Mail schicken gleich? Die Seite, wo Sie suchen. Meine Bin schicken Sie auch per E-Mail, ja. Oder wie Sie gerne möchten. Ich kann Ihnen den warten Sie ganz, ich gehe Ihnen den Chef. Hallo schön. Ja. Ich grüße Sie, Herr Schlupfer. Mein Name ist Bastian und ich bin von der IT-Bereich. Ja, ich helfe die Kunden, dass sie die unsere Plattform finden, Web-Plattform, okay? So, Sie haben mit dem Herrn Antonio telefoniert über Online-Handel, ja? Und Sie wollen gerne unsere Webpage anschauen. Richtig? Ja, hat das so vorgeschlagen, ja. Okay, sehr schön. Dann, unsere Webpage anzuschauen, Sie brauchen erstmal Ihren Google-Browser aufzumachen, okay? Sie suchen auf dem Internet. Ist schon auf, okay. Nee, dann, okay, sehr schön. Dann bei der Google, da wo Sie schreiben können, um zu suchen, schreiben Sie von Anfang an, okay? Ich buchstabiere es nochmal. P wie Paula. Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, ja. Okay, sehr schön. Dann erste Buchstabe ist P wie Paula, okay? Mhm. R wie Richard. Haben Sie schon das zweite Buchstabe? Ja. Okay. Dann der dritte Buchstabe ist I wie Italien. Mhm. Jetzt kommt M wie München, ja, wie Martha, wie München, okay? Mhm. Jetzt kommt E wie Emil. Ja, wie England, ja, wie Emil. Okay? Und dann kommt M wie München wieder, ja, wie Martha. Mhm. Okay? Jetzt kommt A wie Anton. Mhm. Jetzt kommt R wie Richard. Wie Rudolf, ja? Okay. Und jetzt kommt K wie Konrad, wie Klaus, ja? Mhm. Wie Köln, ja? Okay. Sehr schön. Und nach dem K kommt eine E wie Emil, ja, wie England, wie Emil. Mhm. Okay. Jetzt kommt eine T wie Theodor oder Thüringen, ja? Mhm. Sehr schön. Und jetzt kommt eine S wie Siegfried. Mhm. Wie Schweiz, ja? Oh, okay. Und dann kommt eine Punkt, ja? Das ist Punkt, ja? Nicht P, sondern eine Punkt, ja? Eine Zeichen, eine Punkt. Mhm. Und jetzt kommt C wie Cäsar. Mhm. O wie Otto. Mhm. M wie Martha, ja, wie München. Ja. Okay. Jetzt klicken Sie auf Tastatur Enter, ja, suchen. Oh. Haben wir ja schon gemacht, so. Okay. Jetzt was kommt? Die Google-Suchergebnisse. Was sehen Sie jetzt vor Ihnen? Ja, die Google-Suchergebnisse. Die Google-Ergebnisse. Dann ja. Bei der ersten Google-Ergebnis, was kommt? Facebook. Einen Moment, ich schreibe hier das Geiste, so wie hier, einen Moment. Google. Okay. Alpha-Markt. Okay, klicken Sie bei der ersten. Hä? Was? Wo soll ich hinklicken? Da wo steht der erste, wäre der Facebook, ja? Das erste Google-Ergebnis, richtig? Ja. Okay. Dann, nein. Bisschen runter. Bei der vierten, ja?
Das ist primemarket.com. Okay? Bei der vierten. Es ist eine blaue Webpage, ja, mit einem Robot. Ja, es bewegt sich. Also das vierte Ergebnis ist Forex Paysarmy.com oder so. Nein, es ist einfach so wie Facebook.com. Das wäre primemarket.com, okay? Da können Sie sofort das finden. Ja? Es ist eine eigene Webpage, ja. Es ist okay, dann wir machen es so. Haben Sie jetzt nicht mehr Zeit, ja? Hm? Was? Okay. Jetzt sollte Herr Claudio weg. Er hat einen anderen Termin. Wann passt es bei Ihnen nochmal zu telefonieren? Und vielleicht verbindet ihr euch mit einem Applikation Anydesk oder TeamViewer. Habt ihr eine auf dem Tablet oder Computer? Also ich kann Ihnen nicht folgen, gar nicht. Wir reden ja lauter wirres Zeug. Okay, dann ich verbinde Sie weiter mit dem Herrn Antonio und dann können Sie einen neuen Termin vereinbaren, okay? So, dann fangen wir das Spielchen nochmal von vorne an. Können wir gerne machen. Und du? Ja, hallo? Ja. Kein Problem, dann heißt es, wenn Sie keine Zeit haben, dann sagen wir der Chef, soll mein Termin lassen zusammen, oder? Oder sollen wir weitermachen, wie Sie gerne müssen? Wer sagt denn das, dass ich keine Zeit habe? Ja, der Kollege hat mir gesagt, dass Sie keine Zeit haben, oder haben Sie schon Zeit? Ich weiß nicht, wo er das her hat, das habe ich ja mit keinem Wort erwähnt. Ach so, dann hat er vielleicht nicht verstanden. Ja, genau, aber so das wie Sie, aber ich jetzt noch nichts verstanden haben. nein, ich habe alles verstanden, das ist kein Problem. Okay. Das haben Sie noch nicht geschafft mit dem Programm da, oder? Zu sehen. Hä? Haben Sie nicht diese untere Seite nicht gefunden, oder? Ich habe es bei Google eingegeben und da kommt aber nichts von Ihnen. Da kommt nur was mit einer Facebook-Seite und Alpha. Genau. Ich verstehe Sie schon. Sie haben vollkommen recht. Warten Sie ganz kurz. Ich sag, vielleicht kann man mit der E-Mail machen. Hören Sie bitte? Mhm. Okay. Seien Sie bitte so nett, dass wir zusammen das schauen. Gehen Sie nochmal zum Google bitte und schreiben Sie das, was ich sage, okay? Mhm. Okay. Eine A wie Anton. Mhm. N wie Nordpol. Mhm. Y. Mhm. D wie Dora. Mhm. E wie Emil. Mhm. S wie Secret. Mhm. Und K wie Konrad. Mhm. .com. Mhm. Und suchen Sie die Seite bitte. Mhm. Und Miss Ali, haben Sie schon das Anydesk-Programm bei Ihnen im Computer? Was für ein Programm? Das Anydesk. Nee, was ist das? Das ist das Programm, wo wir zusammen Computer kommunizieren lassen, dass ich Ihnen zeige unsere Seite, bevor wir das mit sagen und spielen mit der ganze Zeit mit den Buchstaben, kann ich Ihnen gleich zeigen. Mhm. Suchen Sie die Seite und stehen irgendwie herunterladen. Na, jetzt habe ich ja wieder die Google-Suchergebnisse. Nein, haben Sie Anydesk geschrieben, oder? Ja, das ist bei Google eingegeben, so wie Sie gesagt haben. Genau, und dann steht irgendwie Anydesk herunterladen. Ich bin ja wie gesagt auf Google. Kann man ja nichts runterladen. Was müssen Sie, ein Tablet oder ein PC? Das ist ein Computer. Was Computer, macht? Richtig. Okay, kein Unterschied. Ja, das sollte stehen, Anydesk herunterladen. Das habe ich jetzt ja bei Google nicht, ne? Oder installieren, haben Sie installieren geschrieben, oder? Das steht ja auch nicht bei Google. Da fällt hier, wie gesagt, die Google-Suchergebnisse. Nein. Doch, beim doch. Google soll man das Programm da beim Plus oben klicken und dann schreiben das Anydesk. Das ist kein Plus. Google, wie Sie gesagt haben. Das habe genau. Ich auf Google gesucht. Jetzt habe ich die Besuchergebnisse. Und was steht da bei Ihnen, bitte? Na, ungefähr 14.600.000 Ergebnisse. Ja, sehr gut. Sekunden. Das erste, bitte. Also soll ich das auf das erste klicken? Ja, das kann ich machen. Genau. Genau. Übersetzen. Ja, habe ich geklickt. Ja. Okay. Was sehen Sie? Steht irgendwie access.new, neu. Hä? Und steht irgendwie jetzt herunterladen, oder?
Nee. Nein? Nee. Wie kann das sein? Können Sie schreiben, da Anydesk Leerzeichen installieren, bitte? Das soll ich bei Google schreiben. Ja, genau. Hm. Anydesk Leerzeichen installieren. Aha. Und dann kommt Anleitung zum Installation, ja. Genau, da kriegen Sie bitte. Hm. Und nun? Und dann kommt jetzt, was lesen Sie mir vor, bitte? Erstens Anydesk herunterladen. Genau. Jetzt herunterladen, bitte. Genau, haben wir schon hingekriegt. Ja, aber da steht ja nichts mit runterladen. Da steht nur Anydesk als erstes herunterladen. Als zweites installieren Sie Anydesk auf Ihren Rechner. Und dann steht hier als drittes unbeaufsichtigten Zugriff und Sicherheitseinstellungen aktivieren. Okay, sehr schön. Dann ganz oben rechts. Bitte. Ganz oben rechts. Sehen Sie da Deutsch, ja, die deutsche Flagge. Ja. Sehr schön. Neben die deutsche Flagge rechts sehen Sie da ein Handy, ja, einem Telefon, ja? Telefon, ja. Genau, unter dem Telefon, 1 Zentimeter unten, steht da einem Kopf, einem Profil, ja, einem Kopf. Einem Kreis. Sehen Sie? Nee. Okay. Steht da ein Fragezeichen? Daneben, ja. Mhm. Okay, unten die Fragezeichen. Steht da so eine Pfeil, der zeigt nach unten? Nee. Okay, dann ganz oben links. Steht da Anydesk mit schwarz geschrieben? Ja. Okay, kriegen Sie da ganz oben links Anydesk, ja, mit schwarz geschrieben? Mhm. Okay, kriegen Sie da. Und dann was kommt jetzt? Na, jetzt bin ich auf der Startseite. Beim Startseite. Und steht da Access Now oder greifen Sie jederzeit in der Mitte, ja? Sehen Sie? Mhm. Und da stehen zwei Tasten. Jetzt herunterladen und jetzt kaufen, ja? Ja. Klicken Sie jetzt herunterladen. Mhm. Und wenn Sie da geklickt haben, jetzt nicht mehr mit der Maus sich bewegen, okay? Mhm. Da werden Sie sehen jetzt, Ihr Download war erfolgreich, richtig? Nee. Okay, klicken Sie jetzt herunterladen und was kommt? Dann komme ich auf eine andere Seite. Genau, andere Seite. Wurde jetzt eine Datei heruntergeladen, ja? Anydesk.exe vielleicht? Ja, sowas ist da. Hm. Ja, Anydesk.exe. Da, anklicken den Anydesk.exe, diese Datei, das heruntergeladen ist. Ja, da kommt jetzt. Und dann öffnet sich eine Applikation, ja, und da steht Ihre Adresse, eine 9-stellige Nummer. Nee, das steht jetzt inkompatibles Betriebssystem. Wo steht das? Nur wenn ich da drauf drücke, steht inkompatibles Betriebssystem. Ist das eine Windows oder ein Mac-Computer? Nee, ist ein Linux, Kali. Ah, Linux! Ja. Das sollen Sie da dem Applikation für Linux herunterladen. Vielleicht haben Sie für Windows heruntergeladen. Dann da diese Anydesk. Einfach installieren. Probieren Sie das zu installieren, ob es klappt. Da steht inkompatible Betriebssystemversion. Steht da weiterfahren oder überspringen oder irgendwas ähnliches? Weitermachen, nee. Weiter installieren? Steht nur, dass es nicht geht mit dem Betriebssystem. Okay, dann. Mhm. Wenn es nicht geht, dann sollen wir einen anderen Termin vereinbaren. Okay, weil ich habe auch nicht mehr Zeit. Das ist morgen? Nun, ist egal. Okay, welche Uhrzeit dann? Na, egal. Also irgendwann Nachmittag. Okay, dann Nachmittag. Dann bleiben Sie gesund. Bis morgen, ja? Antonio, mein Name. Ciao, ciao. Alles klar. Tschüss. Mhm. Jo, hallo. Hallo. Ja. Spritzschlüpfer, ja. Hallo, mein Name ist Steffen Baumeister, ich bin der Kundenberater von Bitcoin Trader. Sie haben eine Registration bei uns gelassen, oder? Also Baumeister wie Bob der Baumeister. Wie bitte? Baumeister wie Bob der Baumeister, oder wie wird das geschrieben? Baumeister, also wird das geschrieben. Wie Bob der Baumeister. Baumeister, ja, genau. Ja. Also Sie haben eine Registration bei uns gelassen, oder? Beim Bitcoin Trader, erinnern Sie sich? Weiß ich nicht, wann denn, wo denn?
Es geht jetzt mit also um Kryptowährungen, Aktien. Ja, was ist das? Also wissen Sie das nicht? Na, was macht man denn da? Also das geht um passives Einkommen. Wenn was Sie, heißt das genau? Wenn Sie, ja, wenn Sie auf dem Finanzmarkt also eine billige Aktien kaufen und dann verkaufen Sie es teuer einfach später. Und man muss das also verstehen. Achso, muss man da Steuern bezahlen? Also haben Sie keine Erfahrung, wie ich sehe, oder? Nee, muss man da Steuern bezahlen? Wie bitte? Muss man da Steuern bezahlen? Also die mindeste Investitionssumme ist 240 Euro ja. Bei uns. Also das muss man dann an Steuern ans Finanzamt bezahlen bei Ihnen, oder wie? Wir nehmen keine Steuern. Ach so, also ist das alles steuerfrei? Ja, ja, genau. Wir nehmen nur 10% von ihres Nettogewinn. Also wie viel Sie Gewinn haben, dann nehmen wir nur 10% von das. Also ja. Unser Finanzexperte nimmt 10% von ihr Nettogewinn. Das heißt, je mehr Sie verdienen, ja. Desto mehr verdienen wir auch. Also möchten Sie das probieren? Ja. Ja, genau. Okay. Schauen Sie, wir haben zwei Optionen für die Arbeit. Wie geht das insgesamt? Sie machen eine Einzahlung auf unsere Handelsplattform und dann es wird für Sie ein Handelskonto gemacht sein und Sie machen eine Einzahlung und dann unser Finanzexperte ruft Sie an und mache für Sie eine Gewinnstrategie. Aha. Ja, also Sie machen alles zusammen mit dem Finanzexperten. Er erklärt, wie alles von Ihnen läuft und er ist immer da, um Ihnen zu helfen. Ja. Gut. Also jetzt haben wir zwei Optionen für die Arbeit. Die erste Option besteht darin, direkt mit einem Finanzexperten zusammenarbeiten. Mhm. Also und monatlich ab 30% Profit machen. Es kann auch 50% sein, aber es wird jedoch vom Finanzmarkt abhängen. Ja. Es gibt auch die zweite Option, wenn Sie Vollzeit beschäftigt sind und keine Zeit haben, mit dem Finanzexperten zu sprechen, können Sie mit dem Roboter arbeiten. Also, mit dem Roboter? Ja, das ist ein automatisches Algorithmus, das alles für Sie macht, automatisch. Also mit dem Roboter profitieren Sie bis 30% monatlich, aber Sie werden sowieso mit dem Finanzexperten zusammenarbeiten. Er wird nur erstellen, das Roboter. Also, ja. Dass der Roboter macht nur die profitabelsten Deals. Ach so. Ja, und welche Option ist besser für Sie? Weiß ich nicht, was ist denn besser? Ja, haben Sie viel Zeit oder weniger? Arbeiten Sie? Nö. Nein, keine Arbeit, oder? Mhm. Okay, dann ja, mit dem Finanzexperten, denke ich schon. Ja, okay. Dann die erste Option. Mit welcher Investitionssumme möchten Sie beginnen? Was muss man da machen? Wie bitte? Wie viel muss man denn da machen? Meistens für unsere Kunden starten mit 500 Euro, aber der Mindestinvestitionssumme, wie ich gesagt habe, ist 240. Ach so, ja, kann man machen. Ja, mit dem Mindestsumme oder mehr? Na, so wie am besten ist. Ja, wie Sie wollen. Ich weiß ja nicht, was da ja, am besten ist. Je mehr investieren Sie, je mehr, desto mehr verdienen Sie. Verstehen ja, Sie? Ja. Und? Na, wie viel geht denn da maximal? Maximale Investitionssumme? Also, ja. Glaube ich, bis 3.000 Euro. Ach so, nee, das ist so viel. Ja, für jemanden ist es viel, für jemanden das ist nicht viel, ja. Mhm. Und wie viel? Dann möchten Sie starten? Ja, dann machen wir das da erstmal mit den 200 Euro. Mit 240, oder? Okay. Ja. Okay, passt. Dann wir haben zwei Varianten, um das Handelskonto aktivieren. Das geht mit dem Banküberweisung oder mit dem Crypto-Wallet. Crypto-Wallet, glaube ich, haben Sie nicht, weil Sie keine Erfahrung haben. Oder? Nee, da kenne ich mich nicht ja, aus. Ja, okay. Dann machen wir das mit dem Banküberweisung. Ja. Okay. Haben Sie Online-Banking? Nee. Kein Online-Banking.
Ach so, okay. Haben Sie Kreditkarten? Ja, das haben wir. Okay, Mastercard? Die habe ich auch, ja. Ja, okay. Dann haben Sie WhatsApp auf diese Telefonnummer? Nee. Ach so, okay. Dann kann ich zum E-Mail schreiben. Mhm. Haben Sie E-Mail? Ja. Es heißt, also ich sehe, das ist Leon. Dort spitz Schlüpfer at gmail.com, oder? Ja. Okay. Schreibe ich ganz kurz. Ja. Sie können mir ja mal Ihre Telefonnummer verraten, damit ich die mir schon mal speichern kann. Sie können das per WhatsApp speichern. Also da, weil wir haben IP-Telefonie und da haben wir keine Telefonnummer. Weil ich jetzt Ihnen mit dem IP-Telefonier anrufe. Ja, aber Sie müssen nur ja im WhatsApp eine Hotline haben. Wie bitte? Ich sage, Sie müssen ja trotzdem eine Hotline haben. Ja, Sie haben recht. Wir haben aber per WhatsApp. Und WhatsApp per ist ja keine, E-Mail. Kein offizieller und Weg. Und per E-Mail auch haben wir. Ja, aber eine Telefonnummer brauche ich. Ich kann Ihnen jetzt eine Telefonnummer geben. Gerne. Ja, ja. Schreiben Sie das? Ja. Okay, schreiben Sie 49? 0049, ja. Ja, 0049, 15? 15. 21, also 21. 21. 7? 7. 4, 7. 4, 7. 4, 0. 4, 0. 8, 3. 8, 3. Das ist unsere Telefonnummer. Ja, dann probieren wir die gleich aus. 0049 1521 747 4083. So, dann gucken wir mal, was da passiert. The subscriber you are trying to reach is currently not reachable. Please try again later. Die Nummer existiert nicht. Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht. Ja, doch, es existiert. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir sie per WhatsApp probieren oder per E-Mail. Also ich kann Ihnen die Adresse für E-Mail schicken. Ja, aber Sie brauchen ja, wenn Sie anrufen, auch eine Rückrufnummer. Weil die Telefonnummer, die im Display steht, geht ja auch nicht. Das ist ja so nicht erlaubt. Das ist ja illegal. Ich kann Ihnen jetzt mit der Finanzabteilung verbinden und Sie erklären das alles. Ja, okay. Dann machen wir eine das so. Bitte. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Martha Scholz, ich bin die Leiterin der Finanzabteilung. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie? Ja, ich wollte gerne die Rückruftelefonnummer von Ihrem Callcenter haben. Ja, gerne. Jeder Manager hat eigene Telefonnummer und Stefan Baumeister kann Ihnen diese Nummer geben. Er hat gesagt, er kann die nicht geben, er weiß die nicht. Nein, jeder Manager hat eigene Telefonnummer. Ja, aber der hat gesagt, er weiß seine nicht. Ich weiß nicht, warum hat er so gesagt, aber doch, jeder Manager hat ihr eigene Telefonnummer. Ja, und warum verrät er mir die dann nicht? Also, brauchen Sie das? Ich kann ja das gerade sagen. Ja. Sind Sie bereit, das zu schreiben? 49. Also 0049. Nein. 49. Ja, 15. Man wählt aber 0049. So, dann die 15. 15. 21. Dann die 21. 74. 74. 74 noch einmal. 74. 0. Ja. 8. 3. So, dann rufen wir da gleich mal an. So. Hallo?
Ja, ich rufe gerade die Telefonnummer an. Die Nummer geht nicht. Das ist Betrug. Probieren Sie bitte noch einmal an. Nee, das habe ich jetzt zweimal probiert. Die Nummer geht nicht. So. Weiß ich nicht, warum geht das nicht? Ja, wahrscheinlich haben Sie Fälle gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe genau so getippt, wie Sie gesagt haben. Habe ich mit Ihnen zusammen gemacht und ich habe die Nummer ja auch kann, auf dem Kettel stehen. Ich kann Ihnen andere Nummer von unserem anderen Manager geben. Ja, dann machen wir das so. So, eine Minute bitte. Und jetzt legen Sie wieder auf, so wie vorhin, oder kommt da jetzt noch was? Wie bitte? Ja, ich würde gerne die Nummer jetzt haben. Ja, eine Minute. Dass ich sie da auch zurückrufen kann. Weil ist ja blöd, ne? Wenn ich da Geld einzahle und weiß gar nicht an wen. Ne? Also, wenn Sie Ihr Handelskonto bei uns aktivieren, kommunizieren Sie dann mit Finanzexperten. Und natürlich, Finanzexperte hat auch eigene Telefonnummer. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich hätte ja gerne erstmal die Rückrufnummer von Ihrer Firma, dass ich jemanden erreichen kann, wenn was ist. Ja, Sie haben recht. Eine Minute. Ja. Also leider jetzt, jeder Minister ist beschäftigt. Das ist ja nicht nur schlimm. Das ist schlimm. Aber haben Sie WhatsApp? Nee, habe ich auch nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ich will die Nummer vom Manager, ich möchte ja die Nummer vom Unternehmen, von der Hotline haben. Ist ja Pflicht. Nein, Nummer von Unternehmen gibt es, wir haben keine Unternehmennummer. Aber das ist ja Pflicht, weil dann ist es ja unseriös bei Ihnen, wenn Sie sowas nicht haben. Also wir haben Sekretärin. Wir haben Leiter, wir haben Manager und jeder Arbeiter hat eigene persönliche Telefonnummer. Naja, ich weiß nicht, warum können Sie auf diese Nummer, die ich Ihnen gegeben habe, nicht telefonieren können, das weiß ich nicht. Na, ich weiß, warum man da nicht anrufen kann, weil das da Betrug bei euch ist. Was anderes ist das nicht. Warum? Naja, weil das illegal ist. Betrug sein? Na, ihr ruft ja auch illegal an. Ist. Na, ihr seid illegal. Von unserer Seite? Ja, auch, ja. Das verstehe ich nicht, warum. Aber ich verstehe das, dass Sie da die Leute nur verarschen wollen. Das ist Betrug, was also, Sie da machen. Wenn Sie nicht anrufen können, bedeutet das nicht, dass wir betrogen sind. Doch, das bedeutet das. Definitiv bedeutet das, dass das Betrug ist. Ganz sicher, doch. Also, wenn Sie zum Beispiel auf Ihrer Bank irgendwer ruft an, so gibt es auch IP-Telefonie. Ja. Ja, richtig. Und da muss man immer jemanden erreichen können. Das ist Pflicht. Was ja, ist? Okay, aber Bank auch benutzt IP-Telefonie. Ja, ist ja richtig. Und da kann man ja jemanden zurückrufen bei IP-Telefonie. IP-Telefonie ist ja gar nichts anderes als als Analog-Telefonie. Das ist ja nur ein anderer Begriff. Nicht immer. Doch, immer. Das ist exakt das Gleiche. Nur, okay, dass wenn es Sie über denken eine andere Leitung so, funktioniert. Okay, wenn Sie denken so. Das nicht ist Ihre eigene Meinung? Nee, das ist ja Wissen. Das wir ist haben Meinung. Viel... Was? Das ja, ist Ihre eigene Meinung? Nee, das ist ja Wissen. Wissen und Meinung ist ein Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay, das ist, und ich weiß okay, das ich ja. habe Ihnen gesagt, das ist Ihre eigene Meinung. Nein, wir haben ja viele falsch. Kunden. Okay. Okay. Das ist Ihre eigene Meinung. Nein, das ist nicht die eigene Meinung. Das ist Wissen. Das ist Wissen. Also ist irgendwer auch denn so? Ja, ne, natürlich. Es steht im Gesetz. Sie müssen eine ja, Rückrufnummer haben. Wer denn so? Sie, auch das spielt ja, das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass Sie hier illegal anrufen. Nein, das spielt eine Rolle. Das spielt Rolle. Wie wäre es denn mal, wenn Sie mal die Leute aussprechen lassen würden? Das wäre doch auch mal ein Anfang, oder? Wenn wir mal so eine vernünftige Konversation führen können, ohne dass Sie immer dazwischen sabbern. Also, jeder Manager hat eigene Telefonnummer. Sie konnten nicht anrufen. Das weiß ich nicht, warum. Ja, aber ich weiß warum, weil das Betrug ist bei euch. Ihr seid Betrüger. Okay, ich habe Ihnen schon gesagt, das ist Ihr eigene Meinung. Nein, das ist Wissen. Okay, mir ist egal. Ehrlich gesagt, mir ist egal. Das ist Ihr eigene illegal. Meinung. Also, nee, das hat nicht, wie nochmal, das ist nicht wenn meine eigene so, Meinung. Das wenn Sie denken wissen. So, wenn Nein, Sie das denken ist nicht so. Denken. Nein, nicht denken, wissen. Wissen? Woher wissen Sie das? Ja, das woher ist doch, wissen Sie das? Naja, so wie Sie sich verhalten, ist das Betrug. Woher wissen Sie das? Das brauche ich nicht woher wissen. Das ist Allgemeinbildung, die Ihnen wahrscheinlich fehlt. Mhm. Aber haben Sie den Beweis? Können Sie beweisen das? Ja, natürlich. Wenn man Ihre Telefonnummer zurückruft, dann geht die ja nicht. Das ist ja Beweis. Ist das alles? Aus. Ist das alles? Das reicht schon aus, ja. Weil das alleine das... Ist das nur jeden Beweis? Alleine das ist ein Straftatbestand. Ihr Telefon muss rückrufbar sein. Das ist illegal, so. Was Sie machen.
Doch. Also, dann können Sie an die Polizei gehen und alles beweisen. Gut. Ja, richtig. Okay, gut. Genau. So, machen Sie das bitte. Ich hoffe, dass Sie da auch schnell ins Gefängnis kommen für das, was Sie da tun. Ja, genau, genau. Genau. Richtig. Super. So, aber dann gehen Sie bitte an die Polizei und dann rufen wir Ihnen noch einmal an, damit fragen, hatten Sie, ob Sie Erfolg hatten oder nicht. Das ist ja Betrug, was Sie da machen. Sie rufen garantiert nicht nochmal an. An die Polizei. Gehen Sie bitte an die Polizei. Ja, okay. Mensch, Sie sind ja sehr seriös. Das hört sich richtig nach einer extrem Firma an. Genau. Ihr Benehmen ist aus einem Kindergarten, aber nicht aus einem Holding-Callcenter. Ja. So, hören Sie, ich habe nicht so viel Zeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Ach so, wollen Sie die nächste Person jetzt bescheißen? Ich glaube, das ist nutzlos, mit Ihnen zu sprechen. Nee, das ist nutzlos, mit euch zu sprechen, weil ihr seid nur Betrüger. Sprechen Sie bitte mit uns nicht. Ja, aber ich werde mich jetzt noch ganz oft bei euch anmelden, damit ihr den ganzen Tag mit mir zu tun habt und keine Zeit für andere Kunden habt. Aha. Ich habe jede Menge Telefonnummern. Sehen Sie, ich habe zu viel Arbeit. Ich habe zu viel Arbeit. Das ist keine Arbeit. Das ist Betrug. Ich bekomme das Geld. Ich bekomme das Geld. So bedeutet das ist Arbeit. Nee, das nennt man Beute, das Geld, was du da bekommst. Ich bekomme Geld? Nee, du bekommst Beute. Kein Geld, du bekommst Beute. Heute? Von Beute. Innen? Ja, von innen, Beute. Ja. Mit B, Beute nennt sich das. Okay. Ist das alles? Ja, mehr ist es nicht. Es ist maximal Beute, was du da bekommst, richtig. Das ist alles. Okay. Ja, okay. So. Aber ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn du dir da mal einen vernünftigen Job suchst und die Leute nicht alle betrügst, weil das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Okay, gut. So, dann schönen Tag noch. Tschüss. Schämen Sie sich? Ja. Guten Abend, Herr. Hören Sie mich bitte? Können Sie mich hören? Ja, wer ist denn dran? Entschuldigung für die Störung, Alessia von der Firma Shop Online. Also, Herr, Sie haben heute zweimal eine Bestellung gemacht für Normadex, ne? Ja. So, Herr, eigentlich, Sie haben viele Sachen heute bestellt. Sie haben mit zwei Kollegen gesprochen. Ja, genau. Okay, so, wie viel Normadex, wie viele Packungen von Normadex brauchen Sie? Weil jetzt hatte ich ja gerade eine Kollegin dran, die war dann irgendwie weg und jetzt sind Sie ja in der Leitung. Da hatten wir ja hier jetzt Urolex, was wir noch dazu packen wollten. So, kleines Moment. Also, heute haben Sie eine Bestellung gemacht für Normadex. Zweimal die volle Programm, richtig? Genau. Und dann haben Sie auch mit einem anderen Kollegen gesprochen, weil Sie haben zweimal die Anfrage gestellt und Sie haben auch ein anderes Mal, also 12 Normadex bestellt. Deswegen fragen wir, wie viel, weil Sie haben eine große Bestellung gemacht und wir sollen euch auch vertrauen, ob Sie werden das bezahlen oder nicht. Also, man mache ich doch auf Nachname, das kriegen Sie doch gar nicht anders. Wir machen es per Nachname, wir machen es... Da kriegen Sie doch das Geld. Natürlich auch mit Kreditkarte. Ja, sehen Sie, aber da kriegen Sie doch das Geld. Aber welche Produkte möchten Sie heute gerne haben? So, wie wir das bestellt haben. Und dann hatte ja gerade die Dame nochmal angerufen, weil sie ja jetzt nicht den Rest aufnehmen wollte. Die Dame von vorher hat gesagt, sie kann leider nur 5 Produkte eingeben. Und von jedem halt eben 2 Packungen, also 2 so eine Programme. Und da habe ich gesagt, ich hätte ja dann nochmal einen Rückruf, dass sie dann noch den Rest auch eintragen kann. Und da hat sie dann gesagt, das ist in Ordnung, das macht sie so. Und nun hat sie nochmal angerufen gerade eben. Und dann war das Gespräch weg. Und dann haben sie ja jetzt angerufen. Also sie sind ja jetzt scheinbar von der gleichen Firma. Natürlich, wir sind von der gleichen Firma her. Ich meinte, dass Sie haben ein großes Bestellung gemacht. Genau, das ist richtig. Die erste Kollegin. Ja. Sie haben eigentlich die Normadex bestellt. Ja. Und Sie haben da nur ein kleines Moment, ich sage euch gleich. Okay. So, Sie haben ein volles Programm von Weltone. Ursprünglich wollte ich ja alles mit einmal bestellen, mit einem Schlag weg so. Aber da hat sie dann gesagt, mehr kann sie da nicht intragen, das geht nicht. Und da muss ich mich nochmal auf der Webseite eintragen und dann ruft sie mich nach einer halben Stunde nochmal an. Dass wir den Rest noch bestellen können, weil wir wollten ja noch andere Sachen bestellen. Also Sie wollten die haben, Sie möchten diese andere Sachen haben, meinen Sie? Ja, das wollen wir alles haben. Und jetzt muss ich ja nochmal
Sie hat gesagt, ich muss mich dann nochmal neu eintragen für den Rest. Okay, so Sie haben Normadeck zweimal, mhm. 196 zweimal, ja. Zweimal Amarok, ja. Also ich meine das für die zweite Anruf, mhm. Zweimal Levikose, mhm. Und zweimal Cannabisöl gegen Gelenkschmerzen. Genau, und den Rest brauchen wir ja auch noch. Aber besitzen Sie bitte eine Kreditkarte, vielleicht ein Visa oder ein Mastercard, also einfach Kreditkarte wie alle? Nee, das ist nicht vorhanden, das haben wir nicht. Weil da mit Kreditkarte... Wie das, kann man nicht? Na, ich habe sowas nicht, Kreditkarte, weil das kostet ja bloß extra Geld. Mit Nachname haben Sie ja gesagt, auf das jetzt. Kostenlos. Und dann machen wir das so, wo es kostenlos also. Ist, was nicht extra kostet. So. Ja. Herr, wenn man per Kreditkarte zahlt man, bezahlt und zahlt man auch kein extra Gebühren dazu. Sie wissen na, das bei schon meinem, so. Nee, bei meinem Kreditinstitut bezahle ich bei der Kreditkarte den Kreditzinsen. Und die will ich ja nicht bezahlen. Sie können einfach nur ein Produkt mit Kreditkarte schicken. Sie können es aber jetzt bezahlen. Und die andere können wir Bargeld schicken. Nee, ich habe ja machen keine Kredit. So? Na, ich habe doch aber keine Kreditkarte. Wie soll ich denn das machen? Mir ist Kreditkarte zu teuer. Ich habe keine. Ich habe doch ja keine Kreditkarte. Habe ich doch nur schon ein paar Mal gesagt. Okay. Ja. Ich verstehe. Und die Frau hat ja gesagt, ich soll mich nochmal anmelden und dann kriege ich den Rest auch noch bestellt. Hat sie ja gesagt. Herr, sehr wichtig ist, dass Sie sollen diese Produkte am Ende bezahlen, ne? Weil wir senden ungefähr 2000 Euro. Die ja. Endebetrag würde 2000 Euro sein. Genau. Und am Ende, Sie sollen auf jeden Fall die Produkte bezahlen, aber meine Frage wäre, ja. Was wundert mich, ist, alle diese Produkte möchten Sie für sich persönlich haben oder nee, auch für jemand anders? Das habe ich doch erklärt. Ich habe es ja schon der Mitarbeiterin erklärt, dass das alles nicht für mich ist. Ich nehme davon keine einzige Tablette. Ich bestelle die nur. Ich nehme Sie die nicht selber. Sie bestellen die nur und Sie bestellen ja. Für jemand anders? Ja, für mehrere, und, ja. Okay. Die Bezahlung machen Sie oder machen die andere Person? Wer gibt nee. Das Geld? Ich bezahle das denn schon. Wenn ich das bestelle, muss ich das ja auch bezahlen, you know. Und deswegen, weil das ja weil bei mir eine Tür... Sie haben mir gesagt, Sie werden keine einzige Kapseln von denen einnehmen. Naja, ich selber ja auch nicht. Und das wundert mich. Ich gebe ja bloß die Kapseln weg. Ich nehme die ja nicht selber. Ich selber nehme keine Tabletten. Ich lebe gesund. Mhm, super. Schon nur ein kleines Moment, bitte. Ja. Aber wissen Sie, die Mitarbeiterin, die ich da vorher dran hatte, ja. Weil der war ganz schön dolle laut, da war die ganze Zeit ein Kind im Hintergrund, was rumgeschrien hat. Die hatte ja, ich eine ganze verstehe. Stunde nur dran. Moment sollen Sie mir, nur fünf Minuten warten, kleines Moment, ich soll das besprechen, kleines Moment, bitte, ich komme so. Wieder. Bleib cool. Ich warte denn so lange. Haben Sie da so ein bisschen Musik oder so in der Zwischenzeit? Könnte ich doch vielleicht ein bisschen Musik hören. So, Herr, ja. Werden wir so machen. Wir haben schon eure Bestellung. Sie ja. Haben es, wir haben es schon notiert. Die erste Bestellung, was Sie gemacht haben für Normadex und Cannabisöl und alle anderen, kommt in 4-5 Arbeitstage. Per Nachname mit Kurier. Nee, Sie werden das am ersten bekommen. Schon. Die Dame hat gesagt, es kommt in 2 Tage mit Express. In 4 Tagen. Nee, sie hat gesagt, korrekt, in 4-5 Tagen. Nee, in 2 Tage mit Expresslieferung, hat sie gesagt. In 2 Tage. Eigentlich, es kommt in 3-4 Tagen. So ungefähr, ehrlich zu sein. Es kann passieren, dass es kommt auch in 2 oder 3 Tagen, aber maximum 4 Tagen okay. Werden so. Wir es da haben. Mhm. Und machen wir so, Sie bekommen diese erste Bestellung, was Sie bestellt haben. Sie bezahlen das und dann senden wir auch die zweite Bestellung. Sie können eine neue Anfrage bei uns stellen, natürlich, und können wir gerne eine zweite Bestellung bei euch senden, okay? Nee, die Dame hat gesagt, wenn ich das nächste Mal ihn am Telefon habe, kann ich gleich bestellen. Hat die gesagt. Herr, wir sollen bei euch auch vertrauen und Sie sollen es bezahlen und natürlich dann senden wir gerne viele andere Bestellungen. Aber Sie bekommen am ersten die erste Bestellung und dann auch die zweite, okay? Also wollen Sie mir jetzt nicht weiter verkaufen oder was? Was ist das für ein Benehmen? Ich kann euch gern verkaufen, aber Sie sollen es ja. Auch bezahlen. Herr, Sie sollen ja, uns auch verstehen, ne? Dass, ja, das ich bezahle das ja mit Nachname. Habe ich ja so abgemacht.
Ja, so machen wir. Bezahlen Sie die nächste Bestellung, dann können Sie eine neue Anfrage stellen. Aber ich habe da mal noch eine Frage. Und dann werden Sie gleich einen Anruf von uns bekommen. Die Sie aber warum hatten die Frau neben dem Fernsehen geguckt? Weil die Frau ist neu hier. Und dann darf die Fernsehen gucken nebenbei? Oder wie? Nein, habe ich leider nicht. Aber die hat nebenbei Fernsehen geguckt, die andere Frau. Und da hat auch ein Kind die ganze Zeit rumgeschrien. Ich sage, dass der Rostlöffel von der anderen Frau hat vorhin die ganze Zeit auch durchs Telefon gebrüllt. Das Kind hat gebrüllt die ganze Zeit bei der Frau. Ja, ja, weil sie haben mich gefragt, obwohl sie ist nicht hier neben mir. Sie hat auf jeden Fall mich gefragt. Wie gesagt, sie ist neu. Ach so, aber sie ist denn zu Hause oder was? Weil da war die auch ständig an ihrem privaten Telefon, da hat immer ihr iPhone, hat die ganze Zeit immer bing, bing, hat die ganze Zeit das iPhone von der Frau. Und dann hat die da auch mit ihrem Kind, hat die da rumgebrüllt. Und da war der Fernseher an, da lief ein Trickfilm, ich glaube ein italienischer Trickfilm lief da im Hintergrund. Bei der Frau immer von zu hin. Jo. Sie ist Ausländer. Was? Genau. Also, so, da ruft so, die aus, sie ist Ausländer. Die ruft aus Italien an oder wie jetzt? Nein, unser Hauptbüro ist in Deutschland, Berlin, Herr. So, aber weil die war ja zu Hause. Sie hat ja gesagt, sie ist zu Hause. Nicht in der Firma, die ist zu Hause. Ja. So. Und ich glaube, mit dem Auto war da auch was. Da hat man ja ein Auto im Hintergrund gehört die ganze Zeit. So ein großes, wissen Sie? Das weiß ich nicht. Ja. Gut, dann machen wir jetzt die zweite Bestellung gleich fertig, ja? Ja? Also, Herr, Sie bekommen die nächste Bestellung und dann die zweite. Bezahlen Sie die nächste und dann bekommen Sie ein zweites, okay? Na, dann machen wir jetzt die zweite Bestellung schon mal fertig und Sie verschicken die dann, wenn die erste dann bezahlt ist. Machen wir das so. Dann können Sie die ja schon mal aufnehmen. So machen wir. Also, ich wollte dann noch die Urolex Mittel gegen Prostatitis in Deutschland. Das Produkt wollte ich auch noch. Da hatte ich gerade bei der Frau bestellt und dann war sie weg. Können Sie gerne eine neue Bestellung machen, wie wir gesprochen haben. Wenn Sie den ersten bekommen, den ersten bezahlen, dann können Sie nochmal bei unserem Kundendienst anrufen oder Sie können einfach eine neue Anfrage stellen bei uns und Sie können Ich habe sie ja jetzt an der Leitung. Da können wir es ja gleich bestellen. Jetzt können wir nicht. Warum nicht? Können wir nicht. Wir haben schon eine Bestellung gemacht. Aber die Frau hat es doch nicht. Ich habe euch vielmals erklärt. Das ist ja unseriös. Also das verstehe ich nicht. Sie sagen da alle was anderes. Vorhin hat die Frau schon gelogen. Nein, Herr, ich sage kein anderes. Doch. Was unseriös ist, dass Sie verstehen uns nicht. Kleines Moment. Sie haben schon eine große Bestellung gemacht. Und ein neuer Kunde bei uns. Sie haben bei uns niemals bestellt. Wir werden es gerne schicken bei euch, bei eurer Adresse. Und Sie haben gesagt, Sie werden es nur per Nachnamen bezahlen, obwohl wir haben auch die Kreditkartoption. Und es wäre auch einfach für Sie, wenn Sie mit einer Kreditkarte zahlen. Und trotzdem, verstehen wir. Ich habe ja keine Kreditkarte. Ich kann ja nur mit dem Ding da. Ich kann auch nicht so lang am Telefon bleiben. Ich erkläre nochmal. Von Anfang bis zu Ende erklären aber und am Ende Sie entscheiden. Sie werden Sie die erste Bestellung bekommen. Wenn Sie es bezahlen, dann können wir gehen. Ein zweites schicken. Sie müssen ein bisschen langsamer reden. Ich verstehe Sie nicht, wenn Sie das so schnell... Weil ich kann nicht länger im Telefon bleiben. Aber die andere, mit der habe ich ja über eine Stunde vorhin telefoniert. Über eine ganze Stunde. Was möchten Sie weiter wissen, bitte? Was wäre Ihr Wunsch? Ich wollte auch gerne auf der Vorkasse, aber das bieten Sie ja nicht an. Sie werden gleich bei Nachname zahlen, wenn es kommt. Okay. Ja, aber ich könnte ja auch per Vorkasse machen. Wissen Sie, dass ich erst überweise und dann schicken Sie das raus. Als wir die Überweisungsoption nur per Kreditkarte haben, dann können wir einfach per Nachname machen. Aber haben Sie denn keine Vorkasse? Haben Sie nur Nachname denn? Wir haben Kreditkarteoption und Nachnameoption. Ach so, weil sonst hätte ich auch vorgeschlagen, wie gesagt, dass ich das auch einfach überweise. Wissen Sie, dann überweise ich Ihnen das Geld, dann ist es doch gleich da. Herr, habe ich erklärt, geht es leider nicht. Das ist, glaube ich, schon verstanden bei euch. Geht es mit Überweisung leider nicht, das geht per Nachname. Sie haben per Nachname ja gesagt. Wenn Sie die nächste Bestellung bekommen und bezahlen, werden Sie eine zweite Bestellung von uns haben. Ich kann da dann nicht so ich bedanke mitzeigen. Mich bei euch ganz herzlich. So Herr, ich bedanke reden. Mich bei euch. Und ich wünsche euch auch einen schönen Tag und schönen Abend eigentlich. Ich finde es ein bisschen unhöflich und sehr,
Ich glaube, dann nehme ich das Paket nicht an, nein, wenn Sie da so komisch sind. Weil man will sich mit Ihnen vernünftig unterhalten und Sie nuscheln doch was ins Telefon, dann sage ich Ihnen 10-mal, Sie sollen ein bisschen langsamer machen, ich verstehe Sie nicht. Und dann, wenn Sie da so ein unseriöses Verhalten haben, dann kann ich Sie da nicht weiterempfehlen, dann werde ich das Paket doch nicht annehmen, wenn Sie da so ins Telefon nuscheln. Das wissen Sie, gerade eben hatte ich noch Vertrauen. Aber Sie machen das so komisch und dann sind Sie so schnell am Telefon, dass ich das ja nicht verfolgen kann, was Sie da so sagen. Das kriege ich ja nicht verarbeitet so schnell, wie Sie das runterrappern. Ich habe euch vielmals erklärt. Ich denke, na, aber dass Sie es wäre langsam. Es tut mir sehr leid. Was Sie machen, ist schon ein Spiel. Meine Kollegin hat vielmals erklärt. Ich habe euch auch vielmals erklärt. Nee, Sie haben ja was anderes gesagt. Sie werden eine Bestellung bekommen. Sie widersprechen ja, sich schon. Ja, ich habe euch erklärt, Sie und Amerces sollen... Na, also sie vorhin hat die Mitarbeiterin gesagt, sie ist seit 6 Jahren bei Ihnen in der Firma. Und jetzt ist sie auf immer neu. Vorhin war sie seit 6 Jahren in der Firma, hat sie erzählt. Also sie erzählen alle was anderes da bei sich. Sie müssen sie auch mal irgendwo denn so ein bisschen, das muss ja auch passen, was sie da so sagen. Aber jeder sagt bei Ihnen was anderes. Die Frau hat gesagt, seit 6 Jahren, okay. Sie ist zu Hause, sie arbeitet im Homeoffice und sie guckt Fernsehen nebenbei. So. Das hat so Sie, ja, aber ich nicht. Ich arbeite in Berlin, in unser offizielles Büro. Ja, aber die Frau ist ja auch in Berlin, hat sie ja gesagt. Sie sitzt auch in Berlin und zu Hause. Und wir sind nicht nebeneinander. Okay, nee, das ist ja auch richtig. Aber wenn Sie sagen, sie ist neu, es tut mir leid. Ich ja, habe aber wenn... Aber ich habe auch andere Kunden. Ja, aber das ist ja unüblich, wenn Sie mich mittendrin abwürgen wollen, währenddessen ich noch mit Ihnen rede. Das kann man ja wohl nicht machen. So geht man mit Kunden ja wohl nicht um. Das wissen Sie, wenn ich jetzt hier noch was vortragen möchte, da kann man sich das ja auch mal anhören, dass ich das da unseriös finde, wie Sie das da machen. Wenn Sie, die Mitarbeiterin sagt, sie ist seit 6 Jahren in der Firma und Sie erzählen jetzt, sie ist neu. Was soll ich denn da bitte glauben? Hallo? Ach, da hören Sie jetzt nicht mal zu, wenn ich mit Ihnen rede, oder wie machen Sie das? Hallo? Jetzt ignorieren Sie das einfach, was ich sage. Ich habe ja gehört, dass Sie das Mikrofon gerade ausgemacht haben. Das habe ich gehört. Ich glaube, da muss ich mich über Sie in der Firma beschweren, weil das geht so nicht, wie Sie sich verhalten. Und jetzt reden Sie nicht mehr mit mir? Das ist aber sehr unangenehm. Wissen Sie das? Aber denn mit dem Verhalten, da werde ich dann eine Packung nicht annehmen, wissen Sie denn? Schreibe ich da zurück an den, dann schreibe ich da, dass Sie, die sich da am Telefon daneben benommen haben, schreibe ich das drauf und dann mache ich ja Annahme verweigert, weil Sie da so Fehlaussagen am Telefon machen, mit Absicht wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob Sie mich ärgern wollen, aber das finde ich nicht in Ordnung, wie Sie da so mit den Leuten umgehen. Sehen Sie, und jetzt habe ich Sie wieder gehofft. Was ich nicht in Ordnung finde, dass Sie bleiben so lange am Telefon, wenn ich euch das alles erklärt habe. Als ja, ich sehe, dass Sie machen das als ein Spiel und das ist nicht seriös von Ihrer Seite, wir sollen auch die Bestellung stornieren, es tut mir sehr leid. Und dann bleiben Sie gesund und einen schönen also Abend. Sie sind ja wirklich eine sehr unseriöse Firma. Das muss man Ihnen ja wirklich mal sagen. Das, wissen Sie, ich verstehe ja auch nicht, was das soll. Sie labern da irgendwas ins Telefon so schnell, dass das keiner versteht. Die andere, die hat ja wenigstens sich noch Mühe gegeben. Die hat sich auch eine Stunde Zeit genommen. Ich meine, wir haben ja über 60 Minuten miteinander telefoniert. Und Sie rattern das da so runter, ziehen dann davon aus, dass man das verstehen soll, was Sie da so ins Telefon rülpsen. Und dann ist der Kunde auch noch der Dobo oder was. Ich glaube, bei Ihnen hagelt es ja wohl. Aber da machen wir erstmal definitiv eine schlechte Jugelbewertung. Weil das finde ich ja wirklich nicht in Ordnung. Und wissen Sie, dann erzählen Sie ja auch noch, dass ich der Böse bin oder was. Ich glaube, es geht ja wohl los. Und dann weiß ich noch ja nicht, was Sie damit spielen meinen. Ich wollte aber die Tabletten haben. Und Sie schicken die dann einfach nicht zu, oder was? Das ist ja wohl wirklich nicht in Ordnung. Ich habe nur so viel Zeit in Ihre Firma investiert, wissen Sie das? Und dann machen Sie einfach sowas. Ich habe über eine Stunde habe ich mit der Dame gebraucht, weil die war ja auch nicht die schnellste. Und nun okay, Herr, und Sie werden diese zweite Bestellung bekommen, nur wenn Sie die erste bezahlen. Ich glaube, das ist klar bei mir. Möchten Sie die nächste Bestellung auch haben, oder möchten Sie es nicht, bitte? Na ja, was soll ich mit der ersten machen? Weil eine zweite... Natürlich, dann schicken wir den erstes. Wenn Sie sich vernünftig benehmen mit dem Kunden und sich seriös verhalten, dann nehme ich die auch an. Aber nicht, wenn Sie so gemein sind zu den Kunden am Telefon. Wissen Sie, das ist nicht in Ordnung. Aber haben Sie da mal einen Chef? Ich würde gerne mal mit Ihrem Chef sprechen.
Geben Sie mir mal bitte Ihren Chef an die Leitung. Ich bin die Chefin. Ja, dann möchte ich gerne die Chefin okay, über Ihnen deswegen haben. Sprechen wir zusammen. Ja, dann möchte ich jetzt bitte dann, Chef, den Chef über Ihnen haben. Okay, natürlich. Werden Sie, wenn Sie die erste Bestellung bekommen, bezahlen, ja, Sie können gerne auch mit meinem Chef darüber sprechen. Ja, jetzt ist das nicht möglich, Chef, weil wir sehen... Okay, ich verbinde euch gleich. Okay. Ja, bitte. Einen schönen Abend noch. Ich warte. Hey, das Hörspiel ist leider schon zu Ende. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine größere Playlist mit vielen weiteren Angeboten auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Vergiss das Däumchen nicht, wenn dir das Video gefallen hat. Über ein Abo freue ich mich sowieso. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.